Ja, moin zusammen, hey und herzlich willkommen zurück in den Dark City, in der Dark City. Es ist nur eine. Nun, wir sehen uns hier um, ne? Was haben wir denn hier? Okay, da gibt's eine Anleitung. Moment, da liegt doch was drunter. Ui. Helene, überraschend, ihr Bild in Gregors Zimmer zu sehen. Da ist Platz für Gregors Manschettenknopf. Natürlich. Und noch ein Herz. Brich's einfach auf. Der Typ ist da drauf und dran, auf der Bühne einen Mann zu töten. Also. Ohne Zauberstab kann ich dir keinen Trick vorführen. Ja, als ob dafür jetzt Zeit ist. Also wirklich. So, das nehme ich mit. Das, okay. Hier fehlen noch welche. Kiste für den Säbeltrick. Man durchbohrt sie und öffnet sie dann. Ja, ich habe wohl noch nicht genug. Hier, oh, da wird nochmal gewimmelt. Ach du liebe Zeit, seine Fallakte. Na gut, also schön. Wir sollen einen Hund finden und die vermummte Gestalt. Reicht es nur ein Teil? Nein, es reicht nicht nur ein Teil zu finden. Was ist das denn? Etwas Scharfes kann das durchschneiden. Ja, na. Tada! Okay. So, dann das Fenster. Ui. Okay. Gut, das ist wild. Hier, das Fenster. Ein Doggy und ein. Was ist das denn da? Projektor. Ja, da ist er drin, aber das reicht noch nicht. Der hier, ein Projektor, ein Doggy, Doggy und dieses bunte da ist nicht das hier. Nee, ist auch nicht das da oben. Passt das jetzt dazu? Ah, er ist das. Okay. Dann die Schachfigur. Das ist doch eindeutig ein Blatt, ne? Ja, es ist ein Blatt. Noch mehr Blätter, nur in größerer Anzahl. Dort. Irgendetwas mit das da. Okay. Hier die Tapete. Und du bist das da. Ja, okay, alles klar. Gut. Zauberstab! Na, dann lass uns ein Kaninchen aus dem Hut zaubern. Ah, hey, es wäre ein Kaninchen. Ich nehme ich mit? Wieso nehme ich denn das Kaninchen mit? Was? Okay. Ach, weil das Kaninchen hier reingehört. Oh. Na, alles wieder gut? Na, ihr seid ja putzig. Na, sie sind so süß in dem Alter, ne? Na. Die fehlende Dekoration muss mit dem Verschwinden verschlossene Geheimfach in Verbindung stehen. Meinst du? Na gut. Was ist das denn? Drei. Die Masken? Wo kommen denn die Masken hin? Haben wir das schon gesehen? Gregor hat das Phantom erschaffen und ist weiter mit durchgekommen. Ja, das ist er. Wo haben wir denn die Masken gesehen? Da nicht. Die Masken könnten hier hinkommen. Nee, warte, so. Nee? Ah, jetzt kann ich es öffnen. Okay, das funktioniert. Bringe die alle zusammen. Na gut, du kommst vermutlich dorthin. Du kommst vermutlich dorthin. Du gehörst wahrscheinlich dorthin. Nein, naja, obwohl doch irgendwie schon. So, aber ihr beide seid irgendwie noch komisch. So, und du. Dahin und nee, dahin. Okay, na gut. Ja, eins, Mensch. Hey, einen haben wir noch. Oh, das hat schon gereicht. Gut, und da gibt es alles mögliche Zeug. Ja, kriegen endlich den Sonnenuhrzeiger. Warte mal, du kommst da rein. So, und da ist aufwendiges Versteck für sowas, aber gut. Da ist das Hort, my heart will go on and on. Ja, ich will schon auf so singen. Helene, ich habe dir so viel zu sagen, aber zuerst muss Steiner bestraft werden. Okay. Und erst dann gibt es einen Faden. Natürlich. Ein Bömmchen. Ernsthaft? Ein Bömmchen? Um die Tür aufzubekommen, das ist nicht dein Ernst. Also, Phantomzeichen, Handschellen und Holzwürfel. Okay. Nein, das waren die normalen Würfel. Handschellen und Phantomzeichen. Das ist nicht das hier. Das auch nicht. Ah, ich sehe es noch nicht. Soll ich euch nicht einsammeln? Ihr gehört garantiert da hinein.
Wo ist denn... Hä? Ja, weiß ich nicht. Umhang, Münzen, Karten. Okay. Umhang. Münzen. Noch ein Umhang. Schals, Ringe, Stern und Hut. Schals, Stern. Wieso kann ich die nicht direkt einsammeln? Das ist ja doof. Ist das gedacht für letzter Ausweg, falls man dieses Achievement 10 in 12 Sekunden noch nicht hat? Hut, nicht der Hut. Der Hut. Ein Seil und Ringe. Seil und Ringe. So. Aber das Phantomzeichen ist noch nicht aufgetaucht. Ach, hier ist es doch. Okay. Finde 12 Bonbons. Meinst du? Noch ein Bämpchen. Ja. Wo ist das denn das letzte Bämpchen? Hier. Da. So. Und da ist Schießpulver drin. Wer hätte es gedacht? Na denn. Schießpulver, lass uns mal die Bombe zusammenbauen. Erst das da rein und dann das. Nicht das da rein. Und dann haben wir ein Bömmchen. Echt jetzt? Ist es nicht ein kleines bisschen übertrieben? Es ist ein großes bisschen übertrieben. Damit bringen wir die Leute auch nur in Gefahr. No. Und er erschreckt sich nicht, wenn ein lautes Geräusch hinter ihm und er hat ihn immer noch nicht erschossen. I was just in time to stop Gregory from killing Steiner. He tried to escape, but he was cornered. 5 years of preparation wasted. Sophia's murderer, the man who ruined this city, will remain free. And I, who gave the people hope, will go to prison? Is this justice, Detective? Weißt du was? Ehrlich gesagt, ja. Aber muss ich mich entscheiden? Nee, doch, ja. Ehrlich gesagt, ja. Weil... was machen wir denn jetzt? Achso, ich brauch's einfach drauf. Gefährdete Menschenleben. Ja. Enthüllte Steiners Betrügereien. Das ist gut. Aber am Ende dann doch nicht. So, hat Jacob geholfen, seinen Laden zu retten? Stimmt, das ist, spricht zu seinen Gunsten. Kümmerte sich um obdachlose Kinder. Auch das spricht zu seinen Gunsten. Hat seine Geliebte verloren. Das ist ein Grund, aber das ist, reicht nicht, um ihn freizusprechen. Versuchte, die Leute nicht zu verletzen. Was heißt hier, versuchte, die Leute nicht zu verletzen? Haha. Zettelte einen Aufstand an. Hielt den Verkehr für Stunden auf. Gut, ja, okay, das könnte man mit ganz viel gutem Willen noch als wie heißt das, Ungehorsam? Sozialer Ungehorsam? Nee, wie heißt denn das richtig? Ungehorsam bezeichnen. Entführte Stein und versuchte ihn zu töten. Das geht gar nicht. Beging Brandstiftung. Auch das ging gar nicht. Soll Gregor bestraft werden? Ich befürchte ja. Aus meiner Sicht ja. Ja, er hat viel Gutes getan. Das mag zu seinen Gunsten, also beim Strafmaß ausgelegt werden. Aber nein, insbesondere des letzten Punktes wegen. Nein, also soll er bestraft werden? Jo. There are changes in store for Vienna. Steiner was arrested and Katharina left the theater in disgrace. Okay. Anna and Jacob got their lost property back. Good. Phantom's legend was not forgotten. This city still needs its avenger. And another dark city awaits me. Ja, das ist allerdings tatsächlich so. Ich habe nicht nachgesehen, aber ich meine, es ist Kiew, wenn ich mich recht entsinne. Ich schaue gleich nochmal nach. Ausgezeichnet, du kannst jetzt das Bonuskapitel spielen. Das freut mich sehr. Das müsste unter den Extras sein. Ne? Jawohl, hier haben wir noch ein Bonuskapitel. Oh, was ist mit ihr da? Okay, hallo Mr. Strauß, was geht ab? Sollen wir erstmal gucken, was wir hier so alles haben? Also Sammelobjekte gibt es noch ein paar und die gibt es noch ein paar. Ja, okay, das ist alles von wegen völlig irrelevant. Das, da kommen wir noch hin. Das ist mir egal.
Deduktion, da kommen wir auch automatisch hin. Und hier ist nur noch das Bonuskapitel, ne? Ja, okay, alles klar. Na denn. Oh, was haben wir hier noch? Warte mal, was ist das denn? Wien. Gib mir deine Notiz angegebenen Wortgut ein, verwende den Hebel, um den Zeiger zu bewegen. Zahlen auf dem Hebel. Brauchen wir das? 30 von 38. Wir müssen eh noch ein paar sammeln. Wir können ja nachher mal reingucken. Und das da, was ist das? Oh, das ist dasselbe. Okay. Na schön. Wir spielen das Bonuskapitel. Schwierigkeitsgrad. Wie hättest du es denn gerne? No, es ist ein Wimmelbildspiel. Hallo, Entspannung pur. Mr. Detective, ich brauche Ihre Hilfe in einem sehr heiklen Fall. Ich habe meine Muse verloren. Nur Sie können sie finden. Was? Okay. Alle anderen Details kann ich nicht dem Papier anvertrauen. Ich warte in meinem Haus in Wien auf Sie. Dein bester Freund Johann Strauss. Dein bester Freund? Ich weiß ja nicht. Johann Strauss must have been excited while writing this letter. Mm-hmm. It's an interesting melody, but the composer was displeased. And this coffee stain indicates that he writes at night. She must be a mystery muse. This case should be interesting. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist mit deinen Schlussfolgerungen, nur ich weiß es wirklich nicht. Kaffee trinke ich auch tagsüber. Ich trinke es eigentlich nur tagsüber. Also, hier soll noch ein Buchstabe rumschwirren, ne? Ist hier ein Buchstabe? Hier ist ein Buchstabe. Okay, wo ist denn der Buchstabe? Das ist ein sehr aufregendes Haus hier. Da können wir nur mit dem talken. Hier ist nichts. Vielleicht auch noch hier dran. Das zählt nicht, ne? Nein, das zählt nicht. Da oben, das F. Willst du ein F kaufen? Hallöchen. Thank you for coming. Oh. It's strange, but I have no idea who the muse is. She appears just after sunset. I've written a secret operetta for her. It'll immortalize me as a composer. Okay, gut, erzähl mir mehr. I've asked my friend Wolfgang for help, but he thinks I'm mad. Everyone does. Find her, Detective. I beg you. I have to leave for a rehearsal. Don't forget your belongings in the carriage. Nein, vielen Dank. Hätte ich jetzt tatsächlich doch beinahe vergessen. Okay. Gut. Finde Beweise für die Existenz der Muse. Okay. Warum hat er für meine Kutsche, für unsere Kutsche, ein Teilchen dabei. Finde Juwelenpaare. Dreh den Kreis mit Hilfe der Pfeile. Mit dem mittleren und dem rechten Dreieck kannst du sie austauschen. Was? Mit dem mittleren und dem rechten Dreieck? Ach, so geht das. Okay. Gut. Ja, das ist offensichtlich verkehrt, ne? Okay. Lass mal gucken. Ich tausche das doch mal aus und drehe das dann so, weil die beiden passen ganz gut zusammen. Und dann braucht sie noch einen lilanen und vielleicht einen grünen. So. Nee, warte, was mache ich richtig, was alle anderen verkehrt machen? Lila-grün. Lila-grün. Ach so, das geht bestimmt so, ne? So. Okay. Und jetzt? Nee, andere Richtung. So, ne? Ja, das war nicht so ganz richtig. Okay, also vielleicht passt der hier auch einfach nicht dahin. Weil, dann lass mich das mal so machen. Und nehme noch einen weiter und den dahin. Und dann haben wir dann ein lila und blau. Hier haben wir lila und blau. Aber der wird hier schon gebraucht. Okay. Okay, ich finde es noch ein bisschen undurchsichtig, aber wir kommen schon dahin. Warte mal, so. Okay, dann passt der. Jetzt kommt der blaue dahin. Der rote. Gut, das passt auch. Aber der da passt nicht. Und da, nee, der passt aber auch nicht. Okay, es gibt keine zwei Grünen. Das heißt, das hier kann schon mal nicht sein. Der ist ja auch noch falsch. Lila und Grün. Moment, aber wenn ich... Nee, das ist derselbe. Wenn ich den da hinsetze... Ach, das passt ja auch nicht. Das ist ja ungünstig.
Das ist ja jetzt echt ungünstig. Grün und rot. Wir hätten noch grün und blau. Vielleicht ist es auch zu viel lila, ne? Grün und blau. Den da kann ich nicht ändern. Also ich könnte nur die hier jetzt alle einen aufrücken lassen. In der Hoffnung, dass dann irgendwo der reinpasst. So. Blau und grün. Jetzt. Ja, guck. Ah, okay. Da ich doch. Auch wenn es undurchsichtig ist. Mit ein bisschen. Ne, mit ein bisschen geht schon. Oh, die kenne ich. Die Tasche habe ich schon gerne oft benutzt. Hier. So. Ein Schlüssel. Wofür? Ach, da vorne. Was ist das? Ätherische Öle, Metallgehalt, Kupfer, Hydroxid, Gift und Säure. Wow. Oh nein, der Schlüssel steckt fest. Es war so klar. Es war. Moment, komme ich an die anderen Sachen dran? Augenblick. Nein, komme ich nicht. Okay, was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Picknick für zwei. Ich kann meine Lupe benutzen, um Hinweise zu finden. Verwende deine Lupe, um die Phosphorfingerabdrücke zu finden. Klar. Hä? Was? Was soll ich hier machen? Tausche die Blumen miteinander aus, bis sie richtig angeordnet sind. Verwende die Zahlen als Hinweis. 4, 5, 7, 6, 3. Oh, die Anzahl der Blütenblätter, ne? Dann kommst du dahin und du dahin. Ja. Was jetzt? Und was jetzt? Ah, jetzt nur noch den Button. Da ist die Sache, Torte. Darüber ließ ich mich schon aus, ne? Nix, nix, nix. Da ist auch noch eins. Nix, nix, nix. Nix, nix, nix. Halt, da ist noch einer. Auf dem Apfel ist noch einer. Der hat auch so aufgeregt geblinkt, ne? Hier ist nix. Da ist noch einer. Was hat denn das Mensch alles angetatscht da? Auf Stofffingerabdrücke? Aufregend. Nicht auf dem Salatblatt und er hat nicht mal an der Sachertorte genascht. Oh, okay. Nee, wo denn? Nee. Hä? Auch nicht? Okay, ich finde gerade keinen Anfang. Doch, jetzt ist der Anfang gemacht. Okay, dann wird es jetzt leichter, glaube ich. Nö, vielleicht auch nicht. Okay, du dahin und du dorthin und du dorthin. Und dann kommst du nämlich hier nach unten. Und dahin und so. Okay, hallo ihr zwei. Na, verwende deine Lupe. Oh. Ich brauche nur das. Okay. Einen Fingerabdruck haben wir noch auf der Teetasse, Kaffeetasse. Adlerfigur. Und das Einzige, was in dem ganzen Wimmelbild nicht drin war, die Adlerfigur. Natürlich. Hier hat jemand... Was? Okay. Autsch, das heißt, ich kann es mit bloßen Händen nicht berühren. Aber das sind ein paar Sachen in der Kohlenpfanne. Ha, ich habe leider nichts zum Antatschen. Okay, was haben wir denn da? Eine Zange. Okay. Und damit kann ich das öffnen. Hier kann ich schnell chemische Untersuchungen durchführen. Ja, gelb, also Säure, ne? Na gut. Okay, mit der Pinzette könnte ich womöglich daran rumfummeln. So. Habe ich alles eingesammelt. Cool. Und damit kommen wir dahin. Der Typ hat uns nicht mal den Schlüssel für seine Hütte gegeben. Ich weiß ja nicht. Anscheinend immer ein Picknick vor, bevor die Muse ankommt. Die hat sich nur bei ihm durchgefuttert. Was für eine wundervolle Aussicht. Das stimmt. Das ist allerdings sehr faszinierend. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das nehmen wir nicht mit, das nehmen wir auch nicht mit, das auch nicht. Wo bewegt sich noch was? Wo bewegt sich noch was? Nein, 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 nein. Wenn die Lupe erscheint, heißt das, dass wir in die nahen Sicht kommen können. Und dann ist da sicher kein Beweglich nicht. Nein. Okay. Ich weiß nicht. Der Strauch? Hat es
sich hier was bewegt? Nein. Okay, gut. Kohlenstoff ist ein großartiger Dünger für Blumen, aber manchmal kann er auch bei Vergiftung helfen. Okay. Da wollte ich zwar nicht dran, aber okay. Bewegt sich hier am Baum etwas? Also außer, dass die Äste sich bewegen. Sieht nicht so aus. Hinten im Hintergrund? Der Nebel? Oh, 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 oh. Was macht ihr denn hier? Hallo? Die Aale sehen gefährlich aus. Es wäre unklug, das Wasser mit bloßen Händen zu probieren. Wir haben ja glücklicherweise Gummihandschuhe. Hat das jetzt was gebracht? Mit geschützten Händen kann ich die Aale fangen. Das ist aber fies. Okay, das nehme ich mit. Oh nein, das Wasser ist so rein. Fantastisch. Kann ich die nicht wieder freilassen? Das wäre mir schon irgendwie wichtig. Aber wo ist denn das Dingchen? Wir haben doch noch eins, ne? Es waren doch zwei. Nein, du hast alle gefunden. Okay, okay, okay. Gut, weiß ich jetzt auch nicht. So, hier. Das ist mit einer Art Leim verklebt, aber mit etwas Dünnem könnte ich es abbekommen. Ja, habe ich jetzt leider nicht am Start. Schwäne leben immer zu zweit. Nun, sie versuchen es zumindest. Ein Liliengriff. Und hier, oh, ein Griff für die Schublade. Ein Messer, geheime Oper. Das ist nur ein Teil des Briefes. Das ist auch nur ein Teil des Briefes. Also ist Johann verheiratet, aber wo ist seine Frau? Sie sind als Trauzeugen gekleidet. Vielleicht ist es sein Freund Wolfgang, von dem Strauß gesprochen hat. Wolfgang Amadeus Mozart? Seltsame Kräuter. Na gut. Was haben wir denn hier noch? Da kommt die Blüte hinein. Aha. Viele verschiedene Bücher. Ich kann sie verwenden, um allgemeine Informationen zu überprüfen. Wie zum Beispiel zu den Kräutern. Oh, tatsächlich. Moin. Ach nee. Mohn, Baldrian und Hopfen helfen bei Schlaflosigkeit. Wieso hat er die versucht zu... Warte mal, wieso hat er versucht, die zu verbrennen? Hä? Ist das sinnvoll? Und außerdem, warum sind die Bücher hier draußen und nicht drinnen im Haus? Ist das alles so richtig? Mit dem Band komme ich hier nicht dran, ne? Nee. Kann bei Vergiftung helfen. Was mache ich denn? Nee, Moment. Brieföffner. Oh, hier wird erstmal gededuziert. Na denn. Also, wir sollen finden. Ein Kohlebecken. Seltsamer Rauch kam aus der Kohlepfanne. Ein offenes Tor. Was? Sie hat auf ihn in der Nähe des Tors gewartet. Ich habe das Tor gerade selber geöffnet. Das liegt nicht an ihr. Strauß hat auf seine Muse gewartet. Fenster! Gute Sicht aus dem Fenster. Spuren. Aha. Okay, und Rosen. Versteckter Abschnitt. The Muse is an ordinary woman, of course. She uses phosphorus and intoxicating herbs to appear mystical. But how does she disappear unnoticed? Richtig. Wohl wahr, wohl wahr, wohl wahr. Moment, den Brieföffner. Wofür brauchte ich den nochmal? Ich weiß es nicht. Ich sehe etwas hinter den Rosen. Ich muss diesen Busch zusammenbinden. Und ein einfaches Band hat dafür völlig gereicht. So, was soll ich finden? Diese Zettelchen. Okay, okay. Das ist kein Zettelchen. Na gut. 7 und Nummer 8. Finde den Absender des zerrissenen Briefs. Natürlich. So, ja, ach nee, warte mal. Das ist nur 1 von 2. Doof. Okay, den Brieföffner. Hier kann ich das da... Ja, so geht das. Okay, alles klar. 2 von 2, Briefstück. So, kann ich die jetzt zusammenbringen? Ich kann. Stell das Bild wieder her, sodass alle weißen Linien verbunden sind. Verwende ein Stück, lege es auf den Rahmen. Okay, ich hab's gelegt. Moment mal, du musst doch irgendwie in die Mitte kommen, ne? Okay, ja, das ist noch... Questionable. Gut, hier sind 2 drin. Das kann es nicht sein. Einer in der Mitte, auf der rechten Seite oder einer unten. Hier ist einer unten. Das könnte sein. Da ist aber auch einer unten. Das bringt mich nicht so wirklich weiter. 2 oben. Haben wir hier. Und dann einer in der Mitte. Das sind 2 in der Mitte.
Nee. Nein, weg, aus. Okay, einer in der Mitte kann nicht sein. Der ist... Nimm den weg. Weg, aus. Ich möchte das gerne zurücklehnen. Legen. Okay, der in der Mitte. Das ist aber doof. Du gehörst dorthin. Du gehörst möglicherweise... Muss ich den drehen? Ich muss den gar nicht drehen. Zwei unten könnte der hier sein. So. Einer oben könnte unter anderem dieser hier sein. Zwei. Da müsste aber einer unten... Ja, passt doch. Okay. Und? Ah, der hier ist noch falsch. Ah, okay. Der hier passt jetzt noch nicht. Ich müsste den dorthin bringen. Haben wir denn noch einen unten? Oder auf die ganz andere Seite? Okay, das ist blöd. Okay, sagen wir mal, der gehört dahin. Dann gehört dieser hierhin. Es gibt offenbar mehrere Lösungen. Der kommt dahin. Dieser kommt dorthin. Das ist aber auch noch falsch. Der dahin. Dorthin. So. Nee. So und so. Nee, auch nicht. Hä? Moment. Der dahin und der... Nee. Hä? Okay, irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Unten? Oben? Warte, hier sind ja auch noch die Striche drauf. Hinweise. Okay, du kommst dahin. Du kommst dorthin. Du kommst dorthin. Du kommst dorthin. Du kommst dorthin. Du, ich mach's gerade wahnsinnig kompliziert, kann das sein? Das stimmt hier nicht. Das stimmt aber auch nicht. Mist. Jetzt habe ich es völlig verrissen. Okay. Na gut. Einer oben. Dann zwei. Zwei. Der hier passt nicht. Das kann also nicht sein. Das kann nicht sein. Zwei. Da ist einer in der Mitte. Oben, unten, oben. Es würde passen. Allerdings, das hier kommt nicht hin. Mist. Wie kriege ich das mal hin? Unten, warte mal, hier ist einer unten. Nee, aber da passen die da nicht rein. Einer unten. Vielleicht ist das hier auch falsch. Also, einer oben. Das sind zwei oben. Okay, der kann es nicht sein. Das sind zwei. Also, diese beiden gehören auf jeden Fall so zusammen. Der hier, das sind zwei. Unten und Mitte. Unten und Mitte. Das muss auch der sein. Das kann kein anderer sein. Zwei oben. Das könnte zum Beispiel auch dieser hier sein. Dann haben wir einen unten, dann passt der nämlich da rein. So, das sieht viel besser aus. Zwei oben, dann passt du da rein. Ah, okay, das war's schon. Mein lieber Freund Johann, ich kann nicht mit ansehen, wie du den Verstand verlierst. Lass diesen Wahnsinn sein und ich verschaffe dir ärztliche Hilfe. Wenn du es nicht tust, werde ich es für dich tun. Es ist zu deinem eigenen Besten. Dein Freund Wolfgang Zimmer Opernplatz. Wolfgang Zimmer. Wolfgang Zimmer? Opernplatz 2. Gut. Cool. Wir haben somewhere to go. Ja. Aber was mache ich denn jetzt damit? Kannst du da... Nee. Wasser, fantastisch. Was mache ich jetzt damit? Ich kann reisen, wohin ich will, solange ich die Adresse kenne. Wir sind hier aber ja noch nicht fertig, oder? Nee. Bevor die Mose ankommt. Na gut, wir reisen mal. Ach so. Wohin ich will, wann immer ich will. Okay. Uraufführung morgen. Eine Nacht in Venedig von Strauss. Ah, ja. Schönes Ding. Nacht in Venedig. Das nehmen wir mit. Und ich hätte gerne noch das Kuh gekauft. Kauft mir ein Kuh. Genau. So, und hier ist ja der
der, ne? I'm Wolfgang Zimmer. Yeah. The composer. I didn't expect Johann to take his problem to someone else. So his muse is real. That's good and bad news. Okay, oh, oh. Sie müssen wissen, ich habe dem Krankenhaus einen Brief über Johann geschrieben. Okay, das hat er gerade nicht erzählt. I'm afraid the doctors won't believe words alone. I found a letter while visiting Johann. The muse promised to appear today. I'll try to delay the doctors while you find some evidence. Good luck. Naja, okay. Es ist alles ein bisschen holter die Polter, findest du nicht? Okay, fange die Muse. Natürlich. Hier ist auch nochmal Deduktion angesagt. Tun wir's. Also, ich brauche einen Plan, wie ich Strauß vor der Irrenanstalt retten kann. Natürlich. Eine Nachricht. Genau, inspiriert Strauß. Die Fiole, Phosphor, erzeugt ein geheimes Loch und Leuchten. Und das Loch? Was denn für ein Loch? Da. Sie nutzt ein Loch im Zaun. Und? Nein, die Beweise sehen nicht schlüssig aus. Es muss einen besseren Weg geben. Okay. Vielleicht stelle ich eine Falle, um sie zu fangen. Ja, auch möglich. Picknick könnte sie anlocken. Die Kamera. Ein Blitz aus der Kamera wird sie desorientieren. Naja, wenn sie direkt in die Kamera guckt, ja. Andernfalls nicht so. Wenn sie zurückstrauchelt, bricht das Zelt über ihr zusammen und sie verfängt sich daran. Eine wahre Muse wird alles erklären. Jetzt muss ich alles Nötige für eine Falle, eine Kamera und ein Picknick finden. Interessant. Okay. The muse is trying to help Johann, but I need to uncover her identity to prove Strauss's sanity. I'll need to set a trap. Okay. Okay, I'll do that. Gut, alles gefunden. Okay, cool. Dann lass uns hier doch gleich weitermachen. Ich lege nur meine kurze Biopause ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Macht's gut.